Funny Story. Ich habe leider die Save-File gelöscht seit dem letzten Mal, weil ich einen normalen 16 Star-Run machen wollte in dem normalen Mario 64. Dass ich aber diese gleiche Save-File halt nehme, ja, waren die Sterne alle weg und jetzt musste ich die mir halt nochmal im Nachhinein nachcheaten. Whoops. Aber damit herzlich willkommen zurück zu Kaizo Mario 64. Ich hab mir jetzt nicht Sterne ercheatet, die ich nicht hatte, natürlich, logischerweise. Ich habe mir die Sterne einfach nur wieder dazu addiert, die wir geholt hatten. Ne? Wir haben ja Bomb on Battlefield, Bombs Fortress und Goofy Mountain ja 100% abgeschlossen. Sowie die zwei Sterne in der Slide-Stage geholt, Secret Aquarium und Wingcap. Das hab ich einfach mir nochmal geholt. Aber nicht, dass ihr euch wundert, dass da jetzt nur zwei Coins dran steht, weil das halt. Ja, das konnte ich jetzt nicht updaten. Aber was wir heute machen werden, ist, hier, Big Boo's Horn. Mich wundert es gerade noch ein bisschen, dass hier die Credits-Musik spielt. Aber let's go mit Big Boo's Horn und wenn ich mich richtig erinnere, Man-Eating Pianos and Scary Spooks. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist hier direkt vor uns ein Piano, also man muss direkt springen. Expect to take a lot of damage here. Ja, da ist nämlich das Piano. So, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie man da reinkam. Das hier hinten ist ja natürlich auch zu, logischerweise. Oh, soll man da rein, indem man da diese Vanish Cap nimmt? Und dann kann man hinten durch. Kann das sein? Also, ich kann die Map hier auch noch nicht machen, ohne dass ich die Vanish Cap habe. Ich möchte allerdings noch was probieren. Und zwar hier BLJ richtig ausführen. Weil vielleicht kann ich dann mit dem Speed dann irgendwie mich durch den Block glitschen. I don't know. Ja, ich hab eine Menge Speed, aber halt nicht genug. Okay, das ist auch eine ganz weirde Nummer. So, ich habe jetzt für eine Weile probiert, mit BLJ und sowas. Und habe auch nachgeschaut. Jetzt, man braucht tatsächlich die Vanish Cap, um eigentlich irgendwas zu machen in Big Boo's Horn. Darum, ja, versuchen wir so schnell wie möglich die Vanish Cap zu bekommen. Das heißt, wir müssen in die zweite Etage, oder halt in den Keller. Aber dafür müssen wir halt hier den Schlüssel holen. Beziehungsweise halt Bowser besiegen. Und ja, das machen wir jetzt. Allerdings gibt es hier auch noch Red Coins und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, die sind nicht so einfach zu bekommen hier, das weiß ich. Ich habe es glaube ich noch nicht einmal geschafft bisher, Red Coins hier zu schaffen. Ey, ich fail schon mal am einfachsten. Okay, die hätten wir. Aber schwierige kommt erst noch. Und zwar ist hier drüben, wie man hier vielleicht sieht, hier der Button, den man braucht ganz an der Ende der Welt für die Red Coin da hinten. So, dann gucken wir mal, wie gut ich mich jetzt anstellen werde. Oh mein Gott, okay, das hat First Try ganz gut funktioniert. Allerdings ist es nicht das Einzige, was wir holen müssen, weil hier oben unter dieser ekelhaften Plattform ist auch nochmal eine Red Coin. Es ist jetzt hier ein kleines Problem. Ah, lol, ich merk erst jetzt, dass der Rahmen um meine Facecam blau ist noch. Es kommt davon, wenn ich Celeste aufnehme oder Zelda streame, dann lasse ich das blau. Aber bei Mario soll es eigentlich rot sein. Egal, dann ist es halt heute blau. I don't care. What the? Okay, alles klar. Was seht ihr, dass ich hier durchrace, Alter? Ist doch eigentlich ganz einfach, das ganze Level hier. Ich meine, was soll hier daran so schwer sein, oder? Ich meine, ich würde sagen, Close Jump. Jetzt verbrenne ich mir noch den Hintern. Warum nicht? Ich meine, ich schaff's doch noch safe in diesem Zeitlimit, oder? Ich meine, ich muss jetzt nur noch darüber springen. Also das Ding ist, dieses Level ist ultra schwer. Diese ganzen Red Coins zu bekommen, das ist so eine Höllenaufgabe. Wie schon mal gesagt, ich habe es noch nicht einmal bisher geschafft, indem ich es mal immer wieder versucht hatte, Kaiser mal zu spielen. Und darum wirkt das jetzt hier gerade für mich ein bisschen unrealistisch, dass ich das hier packen soll. Ey! Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was mein Problem ist, woran es liegt. Versuche ich einfach irgendwie Sachen zu schnell zu machen oder was ist mein Problem? Ich meine, das hier mache ich doch ganz gut eigentlich, oder nicht? Wow, was war das für ein Forward Side Flip, Alter? Tschüss. Guck mal, das mache ich doch ganz gut hier. Guck mal, dann kann ich hier wieder zurück. Alles entspannt. Das geht ja noch voll klar. Hier muss ich eigentlich auch nur geduldig sein und hier drauf klatschen. What the heck war das? Hä? Ich bin ja gerade richtig weird geslidet. Ohne Grund vor allem. Ich meine, warum soll ich sliden an der Stelle? Das Traurige ist halt auch, dass ich möchte ja Fortschritt machen in dem Game, aber wenn ich halt nicht mal den ersten Stern hinbekomme, dann ist es ja, kann ich das Video nicht hochladen. Das heißt, wenn ihr das hier seht, dann habe ich mindestens einen Stern in diesem Part bekommen.
Okay, ich habe jetzt die zwei ekelhaften Coins. Also, ehrlich gesagt, habe ich nur die ersten zwei Coins. Ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe. Ich habe die zwei ekelhaftesten. Ich weiß nicht, was für Coins noch kommen, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass noch hier unten eine Coin ist. Und die ist eigentlich auch echt ekelhaft. Und ich bin mir nicht 100% sicher, wie ich an die rankomme. Ich habe gesehen, da erscheint ein Block, wenn ich den Button aktiviere. Für die Münze. Aber ich bin mir nicht sicher, ob. Oder was ich mit dem anfangen soll. Ich versuche mal mit einem Triple Jump von hier aus, weil ich glaube, das müsste direkt da drüber sein, ja. Dann probieren wir es mal. Okay, so geht es auch ganz gut. Oh, ich habe richtig Bock, Alter. Ich habe nur Leben. Richtig, richtig Lust. Wow. Warum ist da so eine Red Coin so weird platziert? Ich frage mich, wie man die rankommen soll. Aber gucken wir uns erstmal um. Ich habe aber eine Idee, wie man an die rankommt. Kann es sein, dass man dafür. Ah, das möchte ich dann doch mal überprüfen. Wahrscheinlich braucht man dafür den Button, kann es sein? So, schauen wir geschnitten mal nach. Weil zeitlich kommt man da tatsächlich recht gut hin. Ja. Schade drum, ne? Ey, wieder drei Red Coins eingesammelt. Sehr schön. Gucken, wie es diesmal mit der vierten laufen wird. Wahrscheinlich genauso gut wie die anderen Male auch, ne? Ich meine, warum sollte diesmal was anderes sein? Ich bin und bleib der gleiche Typ, ne? Aber allerdings komme ich diesmal zurück. Aber das muss ein Bug sein, dass ich da gerade zurückgekommen bin. Das ist eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit, dass es wieder mich zurücklässt. Okay, was erwartet mich jetzt hier? Es ist New Territory von. Ja, The heck is going on over there? Also das Hin- und Herspringen ist ekelhaft. Kann ich aber irgendwie verstehen. Ich möchte erst mal gucken, ob das auf derselben Ebene ist. Feuer dazwischen ist natürlich nicht schön. Ich verstehe aber die Kristalle da oben nicht. Okay, gucken wir mal, wie ich da überhaupt hinkomme. Ich glaube, das einfachste wäre hier rüber, gell? Oh, man. Ja, so schnell ist man tot. Boah, Junge, Alter. Es braucht irgendwie immer gefühlt so ein Game Over oder zwei, bis ich dann endlich mal hier bin. Ah, lol, ist ja nicht normalerweise ein Kristall? Aber warte mal, was? Das wusste ich gar nicht. Das heißt, die Kristalle, die man sieht, sind auch nur Objekte und gar nicht fest in den Map eingebaut. Lol, das wusste ich echt nicht. So, dann gucken wir mal, wie gut es jetzt hier laufen wird. Wie viel Feuer gibt es da eigentlich? Gibt es zwei oder drei? Ich check's nämlich nicht. Es gibt da eins, zwei. Es sind doch drei. Hä? Bin ich lost? Ich könnte schwören, ich habe vorhin nur zwei gesehen, als ich hier stande. Oder war das letzte so weit weg, dass es nicht geladen wurde oder was? Jesus. Alter Schwede. Ich gebe zu, ich musste Safe Staten, aber selbst mit Safe State, Alter, war das anstrengend. Das, ihr habt keine Ahnung, wie schwer das ist. Das ist ultra. Das ist nicht mehr normal. Oh mein Gott, ich. Ja, so kann ich machen. Oh Gottes Willen, hey, ey. Trotzdem knapp. So, jetzt fehlen nur noch zwei Red Coins. Ja, ich hoffe, die kriege ich jetzt auch noch schnell zusammen. Ich fand es einfach extrem schwer. Ich weiß nicht, es ist extrem hart gewesen. Wo sind die letzten zwei Red Coins? Warum ist es hier so leer? What is going on? Ich kill euch erstmal. What is happening? Was steht hier? Mario, it's Peach about to kidnap me. Bruh. Okay, die gehen noch da oben. Und dann, was ist da? What? Ich habe eine Red Coin übersehen. Da ist die Red Coin. Und die ist auch richtig assi platziert, ne? Die ist richtig assi platziert. Da wird er sich hier echt tatsächlich einen Triple Jump ausführe. Mit Stampfattacke und dann hier zu landen. Oh mein Gott, okay. Jetzt ist halt die Frage, wo ist die letzte Red Coin? Oh je, Alter. Ich hab keine Ahnung. Da ist sie. Da ist die letzte Red Coin. Einfach so. Da ist sie doch. Okay, da haben wir den Stern. Oh mein Gott, finally. Oh mein Gott, Alter. Junge, Junge. Das habe ich nicht erwartet, dass es so eine anstrengende Folge wird. Also ich wusste,
dass Bowser's Level Horror sein wird. Ich wusste nicht, dass es so schlimm sein wird. Damit habe ich nicht gerechnet. Alter, 2,5 Stunden nur leiden. Heute war nicht der Tag zum Kaiser aufnehmen. Aber ich verabschiede mich jetzt hiermit. Es war nur ein Stern und ich weiß nicht, ob die Folge kurz war. Ist egal. Sorry, aber ja, das war's für heute. Oh mein Gott.